So, heute geht's hier weiter mit dem nächsten Möbel-Makeover. Ich habe nämlich hier auf dem portugiesischen Kleinanzeigen, das nennt sich ja OL Xixe, habe ich diese IKEA Malmkommoden hier entdeckt. Und die will ich für unser Schlafzimmer ein bisschen aufarbeiten. Das Problem ist nur, die stinken. Auch die Schubladen, deswegen bin ich gerade mal wieder dabei, die sauber zu machen. Ich habe schon mit Essig versucht, die komplett auszuwischen. Das hat leider noch nicht so viel geholfen. Aber ich habe noch ein paar andere Pläne. Also ich habe auf Instagram von der Community super viele Tipps dazu bekommen. Neben Essig war dabei auch noch Natron, also mit Natron einreiben, mit Backpulver, Katzenstreu reinstellen, Salz reinstellen, um die Feuchtigkeit rauszuziehen, Kaffeepulver, mit Zitrone einreiben, Duftöl, also super viele Tipps. Da werde ich mich auch nochmal durcharbeiten. Wenn ihr auch noch irgendeinen Tipp habt, dann lasst es mich gerne wissen. So, ich fange jetzt aber trotzdem schon mal an, die Kommoden aufzuarbeiten, weil ich glaube, das mit dem Geruch, das können wir auch später noch klären. Die Kommoden sollen auf jeden Fall lackiert werden und hier oben kommt noch was drauf. Und dafür muss ich den Untergrund erstmal vorbereiten. Ihr kennt ja vielleicht schon meine anderen IKEA-Hacks, wo ich Kallax-Regale gestrichen habe. Und die Kallax-Regale sind ja zum Beispiel kunststoffbeschichtet. Und hier die Malmkommode, das ist tatsächlich echtes Holzfurnier. Das ist ein bisschen entspannter. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt trotzdem mal so ein bisschen anschleifen und anrauen. Insbesondere hier oben nämlich, denn ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier sind solche Hubbel unter dem Furnier. Ich habe absolut keine Ahnung, was sich da verbirgt. So, die Kommoden sind fertig abgeschliffen und jetzt kommt eben Farbe ins Spiel. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ich nehme hier wieder mein Lieblingsgrün, dieses weiche Pastellgrün. Ich habe euch die Farbe auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also man hätte jetzt hier auch vorher wieder eine Grundierung drauf machen können, aber da es halt echtes Holzfurnier ist, sollte das auch so funktionieren. Ich denke, ich brauche eher am Ende zwei Schichten Farbe, damit die Farbe, das Grün, genau so aussieht, wie es auch aussehen soll und nicht eben so ein bisschen dunkler erscheint durch das Holz unten drunter. So, die Farbe ist zweimal aufgetragen, das sollte hoffentlich reichen. Und ich will die Schubladen aber noch ein bisschen cooler, 3D-mäßig gestalten. Und dafür habe ich mir hier solche 3 mm MDF-Platten im Baumarkt zusägen lassen und eine Schablone vorbereitet. Hier so eine coole Wellenform. Wenn ihr das nachmachen wollt, ihr findet unten in der Beschreibung auch den Link zu der Vorlage. Dann könnt ihr die gerne auch verwenden. Und ja, diese coole Wellenform zeichne ich mir jetzt hier erstmal an. Und gesägt wird das jetzt mit der Dekopiersäge. Die Teile sind alle ausgesägt und es ist wirklich nicht genau ordentlich entlang der Linien geworden. Aber das ist auch vollkommen egal, denn das sind ja Wellen, das heißt, es darf so ein bisschen organisch frei sein. Und ich habe noch ein bisschen mehr ausgesägt, denn Adrian hat mich überzeugt, dass es cooler aussehen wird, wenn am Ende zwei solcher Wellen übereinander liegen für den ultimativen 3D-Effekt. Ja, aber um meine Ungenauigkeiten vom Sägen ein bisschen zu korrigieren, wird jetzt erstmal geschliffen. So, und jetzt werden meine wunderschönen Wellen auch lackiert. Ich bin jetzt dabei, die Deckfläche vorzubereiten. Da sollen nämlich diese Hölzer drauf. Die kann man auch einfach im Baumarkt kaufen. Und ich bin jetzt hier gerade noch dabei, die eben auf die richtige Länge zurechtzusägen. Beziehungsweise Adrian hat mir geholfen und jetzt mache ich ein paar auch nochmal selber. Genau, und das mache ich diesmal einfach hier so per Hand. Dann wird es halt am ordentlichsten und franzt nicht so aus wie mit der Kappsäge. So. Und dann müssen die nur noch schön geschliffen werden hier an den Sägekanten. So, die Farbe ist getrocknet, das heißt, wir können jetzt verkleben. Ich fange jetzt mal mit den Schubladen und diesen wunderschönen Wellen hier an.
und nehme dafür Montagekleber, weil das einfach gut und schnell hält. Also man könnte es wahrscheinlich auch mit Holzleim machen, aber ich mache es jetzt heute mal mit Montagekleber. Das Gute ist, der Montagekleber hat nämlich eine relativ starke Anfangshaftung. Und drücken. Jetzt ist der Korbus dran. Dafür habe ich ja diese Latten hier gesägt, oder Adrian hat sie für mich gesägt. Und die werde ich jetzt einfach nacheinander hier mit ein bisschen Abstand aufkleben. So, und ich fixiere das jetzt ein bisschen, denn das ist jetzt sozusagen mein Anfangsstück, an dem ich die anderen ausrichten werde. Und so. So, jetzt kann ich nämlich direkt weitermachen. Und für den perfekten Abstand oder fast perfekten Abstand nehme ich hier einfach so eine Holzleiste, die ich noch hatte. Und die kann ich jetzt hier immer dazwischen legen. Dann kommt das nächste. Dann kommt, ich habe noch eine zweite. Dann kommt wieder die Holzleiste und dann kommt wieder das nächste. Und fertig sind die beiden Malmkommoden. Sie sind auch schon in unserem Schlafzimmer eingezogen und machen sich da richtig gut, finde ich. Ich bin auf jeden Fall wieder super gespannt auf euer Feedback und würde sagen, bis zum nächsten Mal.